Hallo, da sind wir wieder. Das Team vom Netzwerk Norddeutschland. Zu meiner Linken Björn Kempke. Und zu meiner Rechten Thomas Krambo. Und wer sich jetzt wundert, dem möchte ich gleich mal sagen, Thomas Krambo ist ab diesem Jahr Co-Moderator bei unserem karitativen Talk beim Neuwulmsdorfer Salon. Und darum ist er jetzt auch da und sagt Hallo und lebt mit uns gemeinsam, mit Björn und mir, ein. Ja, das mache ich aber sehr gerne. Und wie gesagt, wir haben den Salon am 21. Februar hier bei uns in Neuwulmsdorf, natürlich im Restaurant Helena, Hauptstraße 34, damit man uns auch leicht findet. Von daher würden wir uns unendlich freuen, wenn die Bude voll wird. Uhrzeit, Silvia, ist? Einlass ist 18 Uhr und Beginn ist 19 Uhr. Und wir haben natürlich jede Menge interessante Programmpunkte. Ganz neu ist auch, dass wir ein festes Zuhause haben hier jetzt im Restaurant Helena in Neuwulmsdorf in der Hauptstraße. Ganz neu ist auch, dass wir eine feste Begleitband haben, die Band Rihanna. Also es ist jetzt ein bisschen so bei uns wie bei Ina Müller, die ja auch eine feste Begleitband hat, nämlich ein Chansey-Chor. Wir werden natürlich wieder sehr interessante Themen haben. Thomas? Ja, ich habe einmal das Thema Windenergie. Da haben wir einen ganz interessanten Talkgast eingeladen und ich denke mir, das wird ein spannendes Thema, denn ich denke mir mal, irgendwo muss die Energie herkommen und Wind soll ja der eine Punkt sein. Dann habe ich noch vom Roten Kreuz, ich sag mal so in die Richtung, wenn man helfen möchte, gibt es die Möglichkeit, da auch im Sanitätsdienst tätig zu sein. Da habe ich einen interessanten Gast und den werde ich vorstellen und dann denke ich mir, ist das schon mal ein schöner Punkt. Wir stellen natürlich auch zusätzlich zu unserer festen Begleitband auch immer noch eine Musikgruppe vor und das werden diesmal sein Willi und Didi, die Songs aus den, ich glaube, 50er, 60er und 70er Jahre spielen, auch für einen karitativen Zweck. Und dann haben wir noch ein ganz interessantes Thema, nämlich unsere Messe, die hier am 14. und 15. März in Neugraben stattfindet. Eingeladen ist der Messeveranstalter Carsten Schumacher mit seinem Unternehmen Come Future, der uns dann alles über die Messe erzählen wird. Es wird kommen Mario Kummer, der eine Rallye fährt und die Rallye-Erlöse auch spendet für unseren Neuwulmsdorfer Salon. Und das ist keine Rallye, die hier durch Neuwulmsdorf geht, sondern durch 14 Länder? Durch 10 Länder, 10 Länder, 16 Tage, 8500 Kilometer rund um die Ostsee. Und dann haben wir noch hier in Neuwulmsdorf das Projekt Hauswirtschaftliche Versorgung. Die ist hier nämlich gerade den Bach runtergegangen und deswegen hat Thomas Krambo, unser stellvertretender Bürgermeister, sich sofort dahinter geklemmt und wir werden zwei Firmen haben, die versuchen werden, das aufzufangen. Genau. Das ist die Firma Ilara Clean und das ist die Firma Jan Kettler in Buxtehude. Wir bieten also einen spannenden Neuwulmsdorfer Salon, wie immer mit Prosecco und mit Häppchentellern. Ja. Und wir freuen uns auf Sie. Auf den 21. Februar um 19 Uhr. Ja, und dann sagen wir, wir freuen uns auf den 21.12., Sie alle bei uns zu Gast zu haben. Silvia Karasch, Thomas Krambo und Björn Kempke. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.